Oder ich bin's. Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute mal ein Let's Play. Und zwar Subnautica. Ist ganz was Neues. Und aus irgendeinem Grund sind wir auch noch dabei. Hi. Ja, die müssen mich unterhalten. Wir starten eine neue Überlebenwelt. Ich bin ehrlich, habe noch nie Überleben gespielt. Ich habe Subnautica jetzt schon seit einem Jahr, schätze ich mal. Aber ich habe noch nie Überleben gespielt, weil ich einfach zu faul bin. Ja. Das ist halt irgendwie so traurig. Es ist wirklich sehr traurig, ja. Aber jetzt werde ich es durchziehen, weil ich auch immer zu viel Angst hatte. Weil es halt wirklich diese Unterwasserwesen. Und ich bin ja eh immer so panisch. Deswegen muss ich jetzt hier auch das Licht anmachen. Da bräuchtest du eigentlich eine Facecam, aber du willst dich ja nicht zeigen. Ja. Deswegen muss ich jetzt auch hier das Licht anlassen, weil ich sonst echt Angst bekomme. Ist Sternenschutz? Ja. Das Licht ist Sternenschutz. Ja. Als ob nicht mal mit Minecraft geht. Ja, das ist halt, weil du jetzt kein PlayStation Plus mehr hast und es ist ja trotzdem online. Deswegen, Leute, ich weiß nicht, wie lange jetzt kein Minecraft mehr kommt. Ja. Oh Gott, es geht los. Gott, ich bin behyped. Get behyped. Attention. Oh, scheiße. Oh, Kaka. Oh mein Gott. Renn in die Rettungskapsel. Ja, jetzt die Treppe runter. Setz dich hin. Und pass auf, nicht, dass irgendwas abfliegt und dir ins Gesicht haut und du dann plötzlich bewusstlos bist. Weil das wäre nämlich echt scheiße, wenn mir das jetzt passiert. Hoffentlich passiert es mir nicht. Oh mein Gott, es ist explodiert. Ach du Scheiße, oh mein Gott, wo bin ich hier eigentlich? Auf dem fucking Planeten. Scheiße, ich war noch nie auf dem Planeten. Oh mein Gott, ein Feuerlöscher, Kaka. Oh mein Gott, ein Brett. Hoffentlich fällt es mir nicht ins Gesicht. Aua, aua. Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Au! Hey. Wo ist dein Roleplay heute so scheiße? Oldi. Das Roleplay war richtig gut, ne? Oldi, ach du Scheiße. Oldi. Hier brennt's. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mach die Scheiße auf. Ja, haut auf. Haut auf. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, hab ich jetzt gerade fast hingelegt. Oh mein Gott, ich kann nicht atmen. Hier riecht's. Den scheiß Feuerlöscher. Ja, was ist denn los? Ich bin gerade hier mitten im Roleplay, Mann. Das ist doch kein Roleplay, Junge. Du schreist einfach nur rum. Das war knapp, Alter. Hier riecht's immer noch Rauch. Hört ihr das dann auch? Oder alle? Was? Ja, hört man das? Ich höre gar nichts. Hört man das? Ja, wie? Ja, Lena! Nein! Super. Oh mein Gott. Ich werde jetzt nämlich auch diese Dinger hier angucken, diese Aufzeichnungen. Oh mein Gott. Muss man doch sammeln, oder? Ja. Muss alle sammeln, habe ich gerade beschlossen. Also, ich habe ja schon ein paar Let's Plays angeguckt. Hast jetzt mal fertig geredet? Danke. Also, wir brauchen jetzt erstmal, als allererstes, brauchen wir hier dieses Reparaturwerkzeug. Damit wir hier diese Rettungskapsel reparieren können. Ich gehe jetzt erstmal hier in die frische Luft, weil hier riecht es echt extrem nach Rauch. Du gehst in die frische Luft. Ja. Wow. Okay, also hier ist die Aurora. Die ist ein bisschen kaputt. Ja, und keine menschlichen Lebenszeichen registriert. Das ist ein bisschen scheiße. Was aber ein bisschen keinen Sinn macht. Weil später gibt es dann noch mehr solche Rettungskapseln, weil natürlich mehr Leute in dem Schiff drin waren. Und die sind dann erst später untergegangen. Also haben zu dem Zeitpunkt jetzt hier leben noch Leute. Also naja. Also wir müssen jetzt erstmal eine Höhle suchen, da brauchen wir dann Höhlenschwefel. Da sind solche komischen, ekligen Explodierviecher drin. Die gehen dann raus und schreien rum, was machst du in meinem Haus? Und dann muss man denen nämlich... Genau so schreien die rum. Dann muss man denen nämlich ihre Scheiße klauen, wieso ist jetzt hier nichts? Die schreien einfach, was machst du vor meinem Haus? Hier ist, Titan? Nein, Kupfer, okay. Oh mein Gott, ich habe das schon ewig nicht mehr so gespielt, aber es macht so viel Spaß mir jetzt gerade schon wieder. Alter, ich hätte das mal früher anfangen sollen. Weil es macht halt einfach viel mehr Spaß, so. Echt? Ja. Alter, sag mal, ist jetzt hier kein,
Typ, der hier plötzlich aggressiv wird, weil ich in seinem Haus drin bin. Es ist echt fragwürdig, warum Titan. du das Spiel erst nur in im freien Modus gespielt hast. Ich hab's erst in Kreativ nur gespielt, wo überhaupt Ach so. nichts ist. Dann sind ja dann dieses, dann ist dieser Developer in das Spiel gekommen, also diese Cheats halt, ne? Dass man cheaten kann. Und da liegt noch Kupfer. Und was ist das hier? Hä? Kreaturenei! Alles klar! Also sie brauchen diesen Höhlenschwefel auf jeden Fall, aber in dieser Höhle war jetzt irgendwie kein so ein Sack drin. Das finde ich ein bisschen komisch. Meist kein Säckchen. Kein Säckchen, genau. Also es muss erstmal Titan machen. Perfekt. Jetzt könnten wir hier schon eine Standard-Tauchflasche machen. Das machen wir erstmal. Haben wir mal ein bisschen mehr Luft. Ja, perfekt. Reparaturwechsel. Silikongummi. Silikongummi macht man aus Schlingpflanzen. Okay. Dann holen wir jetzt mal Schlingpflanzen. Wie es hier drin raucht. Klingpflanzen sind da hinten im Pirscher Gebiet. Klingpflanzen. Da ist noch eine Höhle. Vielleicht ist da jetzt mal so ein Sack drin, der sagt, nee, geh du mal weg, hier ist meine Höhle. Wieso sind da Steine drin? Hey, was geht da ab? Das habe ich noch nie gesehen. Hä? Hey? Da blockiert einfach so ein Stein, der irgendwie lose rumliegt, einfach diesen Eingang. Hier auch. Das habe ich noch nie gesehen in Subnautica. Vielleicht wahrscheinlich, weil es im freien und im kreativen Modus einfach nicht gibt. Ja, doch, bestimmt. Da vorne sind Schlingpflanzen, Büschel. Bam, 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 bam. Ey, wieso kann ich das jetzt nicht mitnehmen? Hä? Lass mich doch mitnehmen. Alter, wie viel nehme ich denn hier gerade mit? Da ist jetzt eine Höhle. Und hier ist wieder kein so ein Sack drin. Hä? Das kann doch nicht sein. Hä? Alle, ey. I don't blick das jetzt hier gerade. You don't blick das? Ja, I don't blick das jetzt hier gerade. Jetzt hier gerade. Also jetzt erstmal Silikonscheiße hier machen. Ich hoffe, der Sound ist zu nicht zu leise. Ich hoffe, der Sound ist zu laut. Hey, wie viel kann ich denn da machen? Wie viel habe ich denn da mitgenommen? Hä? Wie viel habe ich da mitgenommen? Okay, ja, hä? Jetzt komme ich gerade gar nicht mehr klar. Ah, jetzt. Könnte ich mir ein Messer machen, brauche ich aber nicht. Also jetzt brauche ich noch diesen Höhlenschwefel, Mann. Ah, Schwimmflossen machen wir uns mal. Wir brauchen ja was zu essen. Ich bin halt, ich weiß halt nicht, dass ich Essen brauche, weil ich noch nie in diesem Ding hier gespielt habe. In dieser Art von Spielmodus. Das ist halt so heftig einfach. Obwohl ich das Spiel jetzt halt schon echt lang habe. Das ist halt wirklich ein bisschen peinlich. Ja, irgendwie schon, ne? Alter, warum sind jetzt hier keine solche Höhlenviecher drin? Keine Jürgenviecher. Eine Jürgenviecher, genau. Schmierstoff. Ach Gott, wie viel habe ich denn jetzt hier?
Fortgeschritten. Fremde Eier. Fremde Eier möchte ich aber nicht ran. Bin ich ganz ehrlich. Und ihr so? Macht ihr das gern? Alter, warum ist hier nirgends. War es gerade eine Frage an die Zuschauer oder? An euch jetzt hier. Was war nochmal die Frage? Geht Ob wir ihr was. gerne an fremde Eier? Nicht unbedingt. Okay. Nur wenn ich dafür irgendwas krieg. Spaß. Okay. Er ja, ist ja Geschmackssache. Ja, ist Geschmackssache, mein Geschmack ist es nicht. Ja, ist ja auch völlig okay. Ja. Ist dein Geschmack oder was? Nee, meiner ist es persönlich auch nicht. Alter, hier geht's in die krasse Zone. Da gehe ich jetzt erstmal noch nicht rein. Das sind nämlich Crazy Zone. Sandhaie. Das sind Sandhaie. Das sind richtige. Ist etwas. Ja, ich muss erstmal einen fucking Fisch finden. Hier sind voll viele Fische, aber es ist mir doch egal. Komm, komm her, komm, ja, komm her, Glubschi. Hallo, hallo. Perfekt. Glubscher. Glubscher, Alter, wie er den in der Hand hat. Komm, noch mehr. Noch mehr. Gib mir mehr. Es kommt gleich 30 seconds remaining. Seconds remaining. Jetzt wird's dunkel. Oh, das ist. Das hasse ich. Wenn es in Subnautica dunkel wird, es gibt nichts Schlimmeres. Und es dampft immer noch so, weil ich einfach keinen Höhlenschwefel finden kann. Das kann nicht sein. Oder? Niemals kann das sein. Keine Möglichkeit gibt es da. Also jetzt lass mich die hier mal essen. Perfekt. Was war das? Weiß ich nicht. Ich brauche jetzt diesen Höhlenschwefel, aber wenn nirgendwo solche Höhlenviecher sind, was soll ich denn machen? Die Viecher suchen. Ja, aber es. Ach, es ist mir nicht possible. Es ist mir halt nicht possible. Bist du nicht Kim Possible? Nee, die bin ich nicht. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich hier. Mal ein Fakt ab für über. Einen Moment. On my feet, ein Aufnahmekredit, yeah! Wart kurz, er ist gleich wieder da! Wart kurz, er ist gleich wieder da! Haha! 30 seconds. Gleich kommt er bestimmt wieder! Ich weiß aber nicht wann! Wartet einfach! Sorry, das hätte ich jetzt gern rausgeschnitten, aber es ist mir nicht möglich. Das hätte ich jetzt gern rausgeschnitten, aber das will ich nicht. So hab ich's nicht gesagt. Gib mir mal hier nochmal so einen Blasenfisch rüber. Rück nochmal so einen Blasenfisch rüber. Rück nochmal so einen Blasenfisch rüber. Alter, vor allem, es ist jetzt Nacht, ich kann hier halt einfach nichts sehen. Es ist so schlimm, ich sehe nichts. Und die Nacht, die geht feil weg, ne? Ey.
Ganz ehrlich, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Bist du das? Ja, das bin ich. Wie es einfach rausraucht und ich habe kein Reparaturwerkzeug, weil ich es einfach nicht bauen kann. Alles regt mich so auf. Jetzt muss ich hier warten, bis es wieder Tag wird, damit ich irgendwas sehe, und eine Taschenlampe kann ich mir auch noch nicht bauen. Ich mache mir jetzt mal gefiltertes Wasser. Ey, jetzt werde ich hier gleich wahnsinnig. Nicht ein. Was kann ich jetzt hier noch mal Neues machen? Auftriebskörper. Doch, ich kann mir eine Taschenlampe machen. Eine Batterie. Das mache ich jetzt. Ich mache mir jetzt eine. Wie kann ich Batterie machen? Kupfererz, okay. Dann mache ich mir eine Taschenlampe und dann kann ich auch nachts jagen. Was? Jagen? Als muss ich hier mal. Ich sehe halt auch nichts, ob hier irgendwie so eine Ablagerung am. Ist hier was? Mann, ich sehe es nicht! Es ist so scheiße einfach, ne? Ich kann nichts sehen. Hier? Da solltest du mal deine Augentropfen nehmen, junger Mann. Junger Mann. Alter, es ist so kaka. Das geht so nicht weiter mit dir, wenn du deine Augentropfen nicht nimmst. Wann wird's denn jetzt hier mal endlich Tag? Ja, es wird wieder heller. Ja, Ehre. Hier. Nein. Och ja, es wird wieder hell. Hier aber. Wieso sagt die. Wie heißt sie nochmal? Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Muss ich einen Lauchboy nochmal fragen, wie die alte hier nochmal heißt. Die hat mir jetzt gar nicht gesagt, dass ich noch 30 Sekunden remaining hier habe. Bis ich hier abkratz. Das hat sie mir jetzt gar nicht gesagt. Das regt mich auf. Ist der Lauchboy eigentlich ein bekannter Mensch in den Nee. Videos? Nee. Ach, Lauchboy. Ja, das ist ein echter Name. Ja. Weiß er nämlich in Wirklichkeit. Hey, jetzt. Wieso gibt's denn jetzt hier nichts? Ah. Da, endlich Kupfer, aber ich brauche zwei. Titanic. Hier liegt die Titanic einfach rum. Darf man das? Ehre. Darf man das? Darf man das einfach so sagen? Hier liegt die Titanic rum. Wenn es denn stimmt. Hä? Aber ich darf nicht sagen, hier liegt der Adi rum, oder? Nee, das darfst du nicht sagen. Okay. Das ist böse. Alter, jetzt kriege ich hier kein Kupfer mehr. Immer wenn man nur Titan braucht, dann kriegt man nur Kupfer. Und wenn man. Ah, endlich. Salzablagerung. Ich esse Salz am Manakoi. Okay, das mache ich auch immer gern. Tobi weiß noch, der Salzstein. Dass ich gerade so ein bisschen bekifft angehört. Ach stimmt, jetzt habe ich ja immer noch das Sach. Das Höhlenschwefelzeug. Alter, ich hab. Das kann doch nicht sein, dass da. Ey, das ist doch nicht possible. Possible. Ja? Das ist Das ist einfach nicht. impossible. Possible, kennst du es nicht? Das ist das Nachbarland von. Nachbarland von Kosovo. Ach so. Possible. 18. Schreit denn der so rum? Nicht im Ernst, nicht mal hier in der tiefsten Höhle ist so ein Kerl. Ah, Schwefel. Ich sehe aber nichts. Okay, jetzt kriege ich Angst. Jetzt kriege ich richtig heftige Angst. Und ich habe nur noch 30 Seconds.
Oh mein Gott, das ist so ein ekliges Gefühl. Geh raus aus der Höhle. Ja! Ha! Alter, das ist so heftig. Jetzt brauche ich, eine Taschenlampe. Ich kann da nicht ohne Taschenlampe reingehen, weil da kriege ich echt Angst. Kriege ich echt Angst. Kein Spaß jetzt hier, da kriege ich echt Angst. Aber wie ich in die Höhle reingehe, das seht ihr erst in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.